Ich bin von Greenpeace, ich darf das. So, hat keiner gesehen? Gut. Du brauchst Pflanzen, um Spritzen, bla bla bla, herzustellen. Boosts, Fähigkeiten und so weiter. Aber ich möchte mich erst einmal, ja, vorstellen. Nein, das nicht. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Wir sind in Folge 4 von Far Cry 4. Wir sind immer noch an der gleichen Stelle, ja, fast gleichen Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich bin gerade noch mal kurz hier runtergegangen, um mir so ein blaues Blatt zu holen. Wir sollen immer noch zum Glockenturm. Ich soll halten, um einzusteigen. Dann mache ich das doch mal. Jetzt wird mir noch mal alles erklärt mit Fahrhilfe etc. Hinten hätten wir wieder ein Tier. Ich habe ja schon in Far Cry 3 sehr früh damit angefangen, viele, viele Tiere zu jagen. Um einfach so schnell wie möglich mit die beste Ausrüstung zu haben. Jetzt können wir sogar die Tiere mit dem Quad jagen. Oh, bloß angefahren, schade. Mal schauen, das werde ich jetzt vielleicht nicht so im Let's Play hier machen. Obwohl, ich möchte es ja genauso spielen, wie es mir passt. Ich glaube, dann kommt es auch am besten bei euch an, wenn ich den meisten Spaß am Spiel habe. Allerdings, na, wo jetzt bleibt das Tier stehen? Wo ist noch ein zweites? Vielleicht treffen wir ja wenigstens eins von beiden. Aua. Ja, eins haben wir erwischt. Das werde ich jetzt noch schnell häuten. So. Ihr könnt mir, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon in Folge 2 erwähnt, mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch dieses Let's Play hier vorstellt. Soll ich einfach so viel es geht mitnehmen? Herstellungsmenü, ja, bei Zeiten. Soll ich einfach so viel wie möglich aus dem Spiel hier mitnehmen? Oder einfach eine ganz gute Mischung aus, ja, Nebenkram und Hauptmission, also Story finden? Packt es mir einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, weil das Let's Play soll sich auch etwas nach euren Wünschen richten. Ihr müsst es ja schon bei mir schauen, koste es, was es wolle. Ah, okay, wenn die Linie gelb ist, glaube ich, können wir eine Fahrhilfe aktivieren. Na, jetzt fährt er recht langsam und wir können uns umsehen. War das jetzt dunkel? Aber wie gemächlich der hier hochfährt. Jetzt haben wir auch in die andere, nee, nicht in die andere Richtung. Ah, die Karte bewegt sich nicht mit, wenn wir uns umschauen. Na, im Grunde schauen wir auch noch nach vorne. Okay, haben wir das auch mal kennengelernt, aber das ist mir jetzt viel zu langsam, bis wir dann da sind. Ich dachte, das wären Tiere, aber das war bloß ein Busch. Ehe wir dann da oben sind, mit dieser Geschwindigkeit, ist auch schon wieder ein Tag rum. Hier gibt es wieder grüne Blätter und wir sollen uns mal hier zur Seite halten. Ansonsten werden wir noch umgefahren. Ein grünes Blatt. Ja, wir müssen auch aufpassen. Gegner. Es sollen hier keine Wachen am Glockenturm sein, aber uns in der gesamten Spielwelt kann uns gut und gerne mal ja, ein Trupp von Gegnern entgegenkommen. Oder wir... Oh, Mietz, 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 Mietz. Oder wir müssen unseren Freunden helfen. Na? Oh. Tut mir leid. Okay, immer halten. Ich möchte immer bloß kurz drücken, um hier auszusteigen. Wir merken schon wieder, wir haben gute 3 Minuten im Spiel gesehen. Und was haben wir gesehen? Ja, Blümchen pflücken, Tiere umnieten und ein bisschen rumfahren. War da gerade ein Tier, was auf uns zugerannt kam? Ich glaube nicht. Hier wäre auch noch ein Quad. Oh, wir sollen in die andere Richtung. Ups. Habe ich mal nicht aufgepasst. Hä? Der Wegpunkt hat doch vorhin nach oben geführt. Will das Navi uns verarschen? Ja, ich sag schon, nicht auf das Navi verlassen. Am besten immer nach dem eigenen Sinn fahren. Sprungschanze! Jetzt hätten wir den... Den Händler, oder? Oder ein Reisender? Naja. Wir sollten uns eigentlich... Oben gibt es wieder ein Geballer. Wir müssen unseren Leuten helfen. Oh ja. Karma-Punkte. Hilft den Rebellen. Ja, das könnte wie in Watch Dogs dieses Verbrecherjagen sein. Hier vorne ist doch einer. Weg, 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 weg. Missionsgebiet verlassen. Aber wir haben geholfen und damit Karma-Punkte erhalten und wir können wieder Leute plündern. Hast du mal kurz Zeit für mich? Oh, alle wollen sowas von uns. Was gibt's denn? Ja, am Ende gibt's wieder gar nichts. Super. Da warten wir extra und dann das. Was gibt's denn hier? Hier sind Fragen. Hier drüben. Halt doch den Rand. Was gibt's denn hier? Ist doch ein Fragezeichen. Ach, zum Beispiel wieder solche Truhen, die irgendwie in einer Höhle versteckt sind. Ja komm, auch wenn das Symbol hier aufdringlich vor der Nase hängt,
Schauen wir mal kurz nach, was dieser Tempel für uns noch übrig hat. Schätze, Schätze, ein Geheimnis. Kyrats Zuflucht, Ort entdeckt. Aha. Moment, das nervt jetzt gerade. Das nimmt mir einfach die Immersion. Ach. Nimmt den Kletterhaken. Hier gibt es wertvolle Kisten, auch wieder mit einem Diamant gekennzeichnet. Eine Bibel. Wer glaubt's denn? An so einem heiligen Ort, hier gibt es nichts mehr. Hier vorne ist aber noch eine Kiste, laut Karte. Ist die oben? Ist die hier? Ah, die ist hier. Immer fleißig sammeln, weil dann können wir wohl bald den schönen Bogen holen, auf den ich es abgesehen habe. Ich nehme jetzt das Quad hier, das zu meinem zurückzulaufen wäre mir dann doch zu umständlich. Na komm, so. Okay, dann fahren wir mal weiter. Ja, wir haben das Missionsgebiet verlassen. Hoffentlich haben wir es gleich wieder inne. Hier gibt es wieder Tiere zum Überfahren. Ah, ihr merkt schon wieder, ich lasse mich zu sehr ablenken. Das Spiel... hat's umgefahren. Das Spiel drängt, nötigt einen aber auch gerade dazu. Was ist das für ein Weg? Das Navi, das schickt uns hier... Also echt. Ich merke schon, wir sollten uns eher auf unsere eigene Nase verlassen. Hier kommen wir auch nicht hoch. Wir sind mal schön hochgerutscht und auch wieder runter. Gescheitert, Fall für kein Signal. Okay. Hätte jetzt aber nicht gedacht, dass wir dann gleich irgendwie die Mission komplett scheitern. Oh. Wie es jetzt nachgeladen hat. Okay, dann weiß ich schon mal, wenn dieses Symbol kommt, sollen wir uns wirklich wieder auf den richtigen Weg begeben. Naja. Ich werde jetzt einfach mal dahin fahren. Wir haben jetzt schon zu viel Zeit verplempert. Sieht er die Unfallstelle an? Sind wir jetzt schon da? Wieso bekommen wir jetzt keinen Weg? Oh, das sind ja so kleine Affen. Die brauchen wir ja auch noch. Jetzt gehen wir sogar mit der AK-47 auf Affenjagd. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, wieder ganz gewöhnliche Karren, die hier rumstehen, können wir auch wieder benutzen. So, jetzt werde ich aber wirklich mal hochfahren. Jetzt wirklich keine Ablenkung. Außer uns trifft irgendwie eine Rakete und ja, wir müssen uns erstmal darum kümmern. Wieder mal Ausreden gesucht. Hier ist die Unfallstelle. Nimm den Kletterhaken! Au! Das ging beinahe schief. Hat der Wagen auch optisch Schaden genommen? Ja, ich glaube, der sah schon vorher so aus. Kletterhaken. Ja, das ist bloß der Wegpunkt. Ich suche mir den selbst, weil auf der Karte ist dieser Kletterhaken auch ganz woanders markiert. Kommen wir da irgendwie hin? Ah, der geht bloß da los, wenn ich das richtig sehe. Ein Arschloch. Okay, ich gehe doch wieder hier rum. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo wir genau hin sollen. Also ja, klar, da hoch. Und wir sollen zum nächsten Haken. Aber hier falle ich doch einfach nur runter. Oh, ne. Herüberglitschen. Nee, das möchte ich nicht. Das geht schief. Das geht schief. Und wir sind ja immerhin noch nicht gestorben. Wildschweine. Okay, die lasse ich jetzt aber mal links liegen. In dem Fall aber einfach mal rechts. Oh. Ah, wieder die Äffchen. Nicht, dass uns hier einfach mal so ein Tiger anfällt. Okay, war schon richtig, dass wir hier unten lang gehen. Das war auf jeden Fall so gewollt. Hier ist noch ein Pflänzchen, eine Erdbeere, der Farbe nach zu urteilen. Noch können wir Sachen mitnehmen. Okay. Deswegen nehmen wir einfach mal mit, was wir kriegen können. Zur Not können wir immer noch das ganze Gelumpe wieder aus unserem Beutel, aus unserem Rucksack werfen. Wildschweine. Helft mir. Sollen wir jetzt wirklich runter... Ach so, Unfallstelle, genau, das war's ja. Wie kletter ich hier runter?
Au, 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 au! Also geklettert bin ich jetzt nicht. Kletterhaken zu nehmen. Ah, praktisch. Okay. Erreiche den Glockenturm. Jetzt aber wirklich. Kletterhaken auswerfen mit E. Und das kennen wir ja schon. Haben wir schon einmal gemacht. Und hoch. Gut. Aber ich glaube, da können wir... Ah, obwohl... Können wir beliebig den irgendwo einsetzen oder nur an ganz bestimmten Punkten? Also aktuell scheint es einfach beliebig zu sein. Okay, das bringt uns hier einfach nichts. Na dann runter. Das war einfach... Oh. So weit runter? Nee. Hä, von wo sind wir jetzt gerade dahin geklettert? Da, von da? Nee. Können wir auch schwingen? Nee, können wir nicht. Okay. Haken lösen. Das ist aber ungünstig. Ah, hat aber geklappt. Okay. Aber... Wie jetzt weiter? Ich glaube, wir müssen uns nochmal hier festhaken. Ah, nur ein bestimmter Punkt. Da ist es ja. Ich glaube, ich habe mich ins Aus manövriert. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr raus, oder? Wir rutschen da jetzt einfach runter. Also bergab steigen kann der gute Junge nicht. Scheiße. Wir kommen hier nicht hoch. Na, wo hier in der Ecke? Ah, das wird verdammt gefährlich. Au, 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 au. Okay. Ich hätte gedacht, das macht jetzt einfach mal Schaden. Aber nix da. Ah. Dann gehen wir doch einfach mal hier rum. Also ich muss die Spielmechanik natürlich auch erst kennenlernen. Ganz neu für mich und auch für euch zum Zuschauen. Dann können wir uns jetzt rüberschwingen, weil wir etwas... etwas abseits stehen. Ah, Moment. Steigen? Jetzt müsst ihr uns ja rüber pfeffern. Oh. Schaukeln und E. Ne, lösen wir C. Und noch eine Runde. Eine geht noch. Okay. Jetzt habe ich es raus. Gar nicht schlecht. Kaugummi. Das ist bestimmt schon angekatscht. Die Wachen sind tot. Ja, aber warum? Und hups. Pass auf den Vogel auf! Halten, um Kletterhaken zu benutzen. Können wir das so im Schwingen? Wow. Coole Sache. Gefällt mir. Oh, Wachen. Zerstöre den Bienenstock, um Feinde in der Nähe zu töten. Das klingt ja interessant. Kann ich ihn auch mit einem Stein umhauen? Nee. Oh, jetzt kommen die Bienen raus. Störe das Signal. Ah, Bienen werden hier also auch eingesetzt. Ist auf jeden Fall interessant. Das gibt uns einfach mehr Möglichkeiten. Aber es hört alles auf hier. Die ganze Umgebungsmusik, das Summen der Bienen, ist hier vorherrschender Ton. Jetzt haben sie sich verzogen. Okay, also sollten wir auch nach Bienenstöcken Ausschau halten. Glockentürme, erreiche die Spitze des Glockenturms, um Pagan Mints Propagandasignal zu stören. Befreie Türme, um den Nebel auf der Karte zu lichten. So erhältst du Zugang zu kostenlosen Waffen und schaltest neue Aufgaben frei. Ja, das sind die Funktürme, die wir schon aus Far Cry 3 kennen. Da müssen wir dann einfach irgendwie hochklettern. Die werden von Mal zu Mal schwieriger. Aber was Neues, die sind jetzt auch bewacht. Die sind ja nicht ganz unwichtig. Die Türme, und deswegen macht es auch mehr Sinn, diese zu bewachen. Da haben die etwas dran geändert. Ist auf jeden Fall verständlicher. Oh, das Wetter ist ja schlechter geworden. Ist das jetzt dynamisch oder ist das einfach nur gescriptet? Wie kommen wir jetzt hier hoch? Gibt es hier irgendwas zum Enterhaken?
Oder zum Hochklettern, von mir aus auch das. Oh, balancieren sollen wir auch noch. Gibt es dafür eine extra Animation? Nein, gibt es nicht. Oh. Na, hoffentlich stürzt das jetzt nicht unter uns ein hier. Oh, der Turm wackelt ja schon ordentlich. Nee. Also in Far Cry 3 war es immer so, man konnte da hochklettern, wo auch Seile runterhingen. Wir müssen auf jeden Fall dahin, um da hochzuklettern. Kann ich hier noch irgendwie hoch? Nee. Was für einen Enterhaken gibt es hier auch nicht. Kann ich hier an der Seite hochklettern? Oder das hier einfach zerschlagen? Ah, okay. Ah. Gut zu wissen. Ja, man muss das wirklich erstmal kennenlernen im Spiel, wenn man hier noch neu drin ist. Es kam jetzt keine Anzeige, ist aber auch gut so. Man soll ja etwas selber nachdenken und sich einen Weg bahnen. Hört ihr auch fleißig dazu, was im Radio angesagt wird? Ich höre hier gar nicht zu. Ich konzentriere mich hier einfach, heil hochzukommen. Ganz schön dunkel ist es geworden. Also es würde mich ja freuen, wenn es hier einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Jetzt ist, glaube ich, der Mond draußen. Schicke, schicke. Chica, chica, are you ready? Aha. Chica, chica. Was sind das für rote Lämmchen da hinten? Hier gibt es wieder eine Truhe. Sind wir jetzt eigentlich schon ganz oben angekommen hier links? Ja. Habe ich doch im Augenwinkel gesehen. Aber, ah, wir müssen noch näher ran. Wir müssen Körperkontakt suchen. Ja, so repariert man wohl eher nicht. 17 Türme gibt's. In Watch Dogs gab es, glaube ich, 19. Auch 17? Brabakars. Okay. Haus des alten Isha. Kiras Zuflucht. Ort entdeckt. Ja, den haben wir wirklich schon entdeckt. Jetzt sind aber auch unsere Leute hier, möchte ich jetzt meinen. Ah, hier sehen wir auch wieder, welche Gebiete, weil wir jetzt hier freigeschaltet haben, wo es welche Tiere gibt. Das ist Samba. Das ist Baral. Noch nie von gehört. Die Makakenäffchen. Schabrackentapir. Schabracken. Sie werden doch eigentlich alte Frauen genannt. Aber wenn jetzt... Was haben wir hier drüben? Rothund. Das ist auch aus Far Cry 3. Genauso wie das Wildschwein. Nun gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo es was gibt. Und wir haben die Mission beendet. Schnellreise verfügbar, öffne die Karte und markiere das Schnellreise-Symbol und drücke auf die linke Maustaste. Aber ich glaube, Schnellreise möchte ich hier nicht so oft benutzen, denn ich möchte... Das sah jetzt gerade komisch aus, wie ein Meer oder so. Denn ich möchte einfach die Spielwelt entdecken, mich hier zurechtfinden und ich glaube, gut, das streckt jetzt schön die Spielzeit und es gibt mehr Videos. Aber ich mache mit meinen Videos ja keinen Umsatz, denn ich habe ja die Monetarisierung deaktiviert. Von daher wäre das ja wieder hinfällig. Ich hoffe, wir können hier einfach so viel wie möglich mit aus dem Spiel nehmen, so viel wie möglich Spaß haben. Lasst mir dazu doch gerne noch was in den Kommentaren da. Hier drüben ist noch eine Kiste. Gute Arbeit bei dem Turm, Bruder. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Ah, super. Haben wir also Aufklärung betrieben. So, jetzt möchte ich mich aber wirklich verabschieden. Ich hoffe, ihr schaltet einfach wieder zur nächsten Folge ein. Wenn ihr wissen wollt, wann das ist, dann schaut in den Uploadplan. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Also, bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.